Vor mir steht eine geradezu monumentale chinesische Porzellanvase, die zur Keramikgattung des sogenannten Famiros zählt. Diese Keramikgattung blickte zur Entstehung dieses Gefäßes etwa um 1900 auf eine bereits 200-jährige Tradition zurück. Man darf zu Recht sagen, dass diese Vase die gesamte Erfahrung aus diesen 200 Jahren Keramikgeschichte formvollendet zum Ausdruck bringt. Die Vase entstand noch in der Spätzeit des chinesischen Kaiserreiches oder bereits in der frühen chinesischen Republik. Sie ist aber auf jeden Fall eine gut 100 Jahre alte Antiquität, die, wie gesagt, die gesamte Erfahrung dieser Keramikgattung vorbildlich zum Ausdruck bringt. Es gibt in der chinesischen Keramik zwei grundsätzliche Stiltendenzen. Die eine versucht, durch die Gestaltung von Form und Farbe möglichst zurückhaltend und einfach eine Wirkung zu erzielen, die, obwohl sie so schlicht und einfach wirkt, doch von einer ungeheuren Beherrschung des Materials und auch der Farben zeugt und nicht ohne weiteres zu erzielen ist. Die andere Richtung, und dafür ist dieses Gefäß ein mustergültiges Beispiel, zeichnet sich durch eine geradezu barocke Fülle an Details aus, durch liebevoll aufgetragene gegenständliche Malereien. Und wir sehen das einmal hier am Fuß und auch am Rand mit wirklich sehr detailverliebten Zierzonen und dann mit einem den gesamten Korpus überziehenden gegenständlichen Malerei, die uns im Zentrum einen Wildbach zeigt, der sich durch eine wildromantische Berglandschaft, die mit zahlreichen Nadelwäldern bedeckt ist, schlängelt. In diesem Bergwald und vor allem in den Lichtungen dazwischen tummeln sich zahlreiche Hirsche. Es handelt sich um das sogenannte 100-Hirsche-Motiv und das chinesische Wort Hirsch, Lu, hat auch noch eine andere Bedeutung, die aber mit einem anderen Schriftzeichen geschrieben wird, aber identisch ausgesprochen wird. Und das Wort Lu, Hirsch, kann auch verstanden werden als die Bezeichnung für das Gehalt eines gehobenen Beamten im alten China und ist damit ein Wort, das Prosperität, Wohlstand, wirtschaftlichen Erfolg anzeigt. Die Hirsche stehen deshalb auch in der chinesischen Kultur als ein Symbol für Wohlstand, Reichtum, gutes Gedeihen. Und das soll auch mit diesen Hirschen auf dieser Vase zum Ausdruck gebracht werden. Eine zweite Bedeutung der Hirsche ist eine andere. Hirsche kommen als magische, heilende, gesundheitsspendende, aber auch vor allem lebensspendende mythische Wesen in verschiedenen Erzählungen, die man als Mythen, Märchen bezeichnen kann, vor. Und die Hirsche stehen damit auch für den Wunsch nach einem langen und erfüllten Leben. Wer sich schon einmal in einen China-Shop begeben hat, wird dort unweigerlich immer wieder auf eine Trias aus drei Gottheiten stoßen, die man Fu, Lu, Shou nennt. Und die stehen für Glück und Geld und langes Leben. Und zwei dieser Komponenten sehen wir auch hier auf dieser Vase verwirklicht, nämlich der Wunsch nach langem Leben und der Wunsch nach Wohlstand. Die andere Gottheit, Fu, die für Glück, Zufriedenheit steht, ist hier aber implizit mit enthalten. Denn wer wirtschaftlichen Erfolg hat, in Reichtum leben kann und über ein erfülltes, langes Leben verfügt, der hat sicherlich auch Glück gehabt. Insofern ist auch indirekt diese dritte Komponente angesprochen, die ein ganz
typisches Wunschdenken in der chinesischen Kultur ist, das in verschiedenen Symbolen immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Die Chinesen waren unter anderem auch sehr erfolgreiche Geschäftsleute, die über die Seidenstraße durch die Wüsten Mittelasiens oder auch über die sogenannte Seidenstraße der Meere auf dem chinesischen Meer zahlreiche Handelswege erschlossen haben, an vielen Stellen Handelsemporien gegründet haben. Und für die chinesischen Kaufleute war natürlich der Wunsch nach wirtschaftlichem Erfolg, nach einem langen Leben und nach einem glücklichen und erfüllten Leben ganz zentral. Und wenn auch hier der Begriff Fu nicht direkt angesprochen ist, war es doch für die sehr fleißigen und diszipliniert vorgehenden Chinesen Selbstverständlichkeit, dass man sich sehr engagiert. Und es gibt bei uns ja ein Sprichwort, dem Tapferen hilft das Glück. Und das war für die Chinesen auch so selbstverständlich, dass man das hier vielleicht auch gar nicht mehr eigens ansprechen musste.